like atomic bricks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Schnell genug. Oh Gott. Hello, heute ist Dienstag. Und ihr seht, ich bin nicht unbedingt in Stralsund. Also, wieso? Ich könnte doch auch nicht da so sein. Theoretisch, aber sowas gibt es in Stralsund nicht. Okay. Ich bin in Berlin. Ich bin viel zu warm angezogen. Ich habe mir nicht mehr die Haare gemacht so richtig. Ich habe komische Sachen an, weil mir nichts passt gerade. Es ist zum Ich bin heute Vormittag nur losgerannt und habe gedacht, so, jetzt suchst du einfach so einfach ein hübsches Kleidchen oder so. Ich habe 20 oder 30 Teile angehabt, nichts passt. Ich sehe überaus wie eine Kartoffel und habe beschlossen, geil, T-Shirt und Rock. Fertig. Wir gehen jetzt gerade zur Eröffnung vom neuen YouTube Space. Ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Und bin gespannt. Ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie es innen aussieht, wer da ist. Also Lisa, wissen wir? Lisa ist da. Jette bestimmt. Genau. Mal gucken. Auf jeden Fall ist die neue Location sehr viel zentraler, sehr viel schöner, so wie es bei Google Maps aussah. Von außen. Und jetzt gucken wir mal, wie es innen aussieht. Let's go! Yeah, you can be a bird. Tell the stories you have heard. And live your life today. It doesn't matter what they say. There's simply nothing we can't do. As long as you just feel it too. Open up your eyes and see the world. And we can win this game. As long as you just feel the same. We will never walk. There's simply nothing we can't do. As long as you just feel it too. Your time and do your tricks. All I do is sing along. Ich weiß, ich rede heute Abend nicht besonders viel mit euch. Ich bin so überwältigt. Das ist so krass. Es ist riesig. Es ist wunderschön. An jeder Ecke hat man irgendwie Sachen, die man machen kann. Guckt euch mal diesen Raum hier an. Das ist ein kleiner Green Room, den man den man benutzen kann für was auch immer. Ich finde es so krass. Da sind Aufnahmestudios, da ist ein großes Screening-Studio. Und wir dürfen hier einfach rein. Ja, so. Also, ich habe eben schon gesagt, wissen die, was sie sich einbrocken damit, dass sie uns hier reinlassen? Wir kommen jetzt öfter. Hallo, nein. Oh Gott, und in der Zukunft muss ich das Video ansagen. Oh Gott, wir hatten keine die Ahnung. Die wird sich denken, scheiße, nicht schon die. Die sind eh schon pisst auf uns. Die hassen uns jetzt schon. Oh Gott, scheiße. Okay. Oh, verschüttet.
Heute ist Mittwoch und ich bin ehrlich, der Tag heute war echt ein Kampf. Ich habe, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht besonders viel geschlafen. Und bin ja auch sehr früh aufgestanden. Heute Morgen um 7 stand ich schon wieder am Alex auf dem Weg zurück. Und war, glaube ich, so gegen kurz vor 11 hier. Und Fritz' Mama war so lieb, ich hatte sie darum gebeten, sie war so lieb, dass sie heute Morgen vorbeikam. Ich glaube, ich hatte ihr irgendwie geschrieben, ob sie um 7:30 oder so vorbeigucken kann, damit Fritz, wenn es eine schwierige Nacht wird mit dem Kurzen, was ja doch immer noch passieren kann, dass er weiß, okay, da kommt jemand morgens und ich werde abgelöst und ich kann mich vielleicht nochmal hinlegen. Und Fritz hatte eine ganz gute Nacht mit dem Kurzen, die haben sich ganz gut geschlagen, die Jungs, was mich sehr freut. Und sie stand nicht um 7:30, sondern um 7, kurz vor 7 vor der Tür. Fritz meinte, es war so etwas vorm Aufwachen. aber ich bin froh, dass sie da war. Und sie hat sich gleich dem Kurzen angenommen, sodass Fritz wirklich durchatmen konnte. Es war sicherlich, Fritz meinte so, ich wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen irgendwie. Dann war ich irgendwie meinen Job los. Und dann hat Fritz Mama angefangen, ihn durch die Gegend zu schleichen. Ja, dann räum doch mal das weg und mach doch mal da sauber und bring doch mal den Müll raus und so. Es war ganz niedlich. Und als ich ankam, war der Kurze happy und Fritz war gut drauf. Und das war ein schönes Gefühl. Ich glaube, es hätte mir irgendwie ein extrem schlechtes Gewissen gemacht, wenn ich reingekommen wäre und hier wäre Gebeine gewesen. Aber es war auch niedlich, weil ich das Gefühl hatte, der Kurze hat mich erkannt und hat sich gefreut, mich zu sehen. Das ist vielleicht für einige so selbstverständlich, klar, du bist ja die Mutter und so weiter, aber das ist, glaube ich, auch so Teil dieser komischen Wochenbettdepression, dass ich dachte, okay, ich kann ihn nicht stillen, also hat er keinen Grund mehr, mich zu mögen oder mich zu brauchen. Und ich habe immer noch Momente, in denen ich ihn angucke und denke, krass, er lächelt mich gerade an, warum eigentlich? Und mir immer wieder klar machen muss, der Kleine mag mich, auch wenn das in meinem Kopf noch nicht angekommen ist, aber es ist wahrscheinlich wirklich so. Es ist so. Ich habe gestern Abend einfach so genossen, die Leute zu sehen, die ich so in mein Herz geschlossen habe über die letzten Jahre, mit denen ich so viel Scheiß gemacht habe, die so viel über mich wissen, die ich einfach wirklich, wirklich schätze als Mensch, als Kollege, als alles. Einfach die Chance zu haben, den Abend mit ihnen zu verbringen, hat so gut getan. Und zu merken, dass sich auch alle gefreut haben, mich zu sehen. Das ist ja auch immer noch so ein Ding, wenn man irgendwo hinkommt und sich freut, jemanden zu sehen, ist das eine. Aber wenn man merkt, dass sich der andere wirklich aus vollem Herzen freut, einen zu sehen, ist es einfach ein sehr schönes Gefühl. Und es hat mir sehr gefehlt, um ehrlich zu sein. Der Space, das nur mal so halb nebenbei, ist der Hammer. Das, was ihr vorher gesehen habt in meinen Videos als Space, ist ein Witz dagegen. Es tut mir fast leid, das zu sagen. Aber es ist wirklich heftig. Die haben dort den modernsten Space weltweit hingestellt. Das Ding hat, oh Gott, ich hoffe, ich vertue mich nicht. Aber ich glaube, der hat 4 Etagen. Es sind riesengroße Konferenzräume, riesengroße Präsentationsräume, riesengroße Kinosäle, die wir als YouTuber nutzen dürfen, um dort Fan-Events zu machen, zum Beispiel. Es gibt große, große Studios, die alle Möglichkeiten bieten, die man sich vorstellen kann, mit extrem viel geiler Technik. Es gibt kleine Studios, große Studios, es gibt so viele Möglichkeiten. Eins der Hauptdinge am letzten Space war, dass wir nicht alle Studios gleichzeitig nutzen konnten, weil die Wände zu dünn waren und man sich so gegenseitig gestört hat. Das ist schon cool, dass das jetzt alles möglich ist und es war einfach geil, da durchzulaufen und so inspiriert zu sein von jedem Raum. In jedem Raum habe ich gedacht, oh, hier könnte man und da könnte man und es war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Gerade so nach den letzten Monaten, in denen ich vor allem damit beschäftigt war irgendwie, und es klingt jetzt dramatischer, als ich es meine, aber mit Überleben beschäftigt war im Sinne von, dass Schwangerschaft ja anstrengend für mich war und dieser Umzug und im Grunde ist alles, die letzten Monate sind so an mir vorbeigeflogen und ich hatte das Gefühl, gestern war so ein bisschen, als wenn einer die Zeit mal anhält und mich wieder daran erinnert, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und ich bin gestern durch die Räume und ich habe so viele Leute getroffen, die ich auch überhaupt nicht erwartet hatte zu treffen und mich sehr gefreut. Und es war so ein bisschen bittersüß. Ihr werdet gleich lachen, aber ich bin wirklich echt, also ich und Tränen, ne? Ich habe gestern auf der Hinfahrt nach Berlin nur geheult, weil ich dachte, oh mein Gott, ich bin die schlechteste Mutter, weil ich mein Kind zurücklasse. Und auf der Rückfahrt heute habe ich auch geheult, weil ich dachte, oh mein Gott, ich vermisse meine Leute so. Mir ist halt wirklich krass bewusst geworden gestern, wie sehr sie mir alle fehlen. Wie sehr mir die Leute fehlen, wie sehr mir die Möglichkeiten in Berlin fehlen. Verstehe mich nicht falsch, Straßen ist wunderschön und ich liebe, dass meine Familie so in der Nähe ist und ich liebe, dass das Meer so in der Nähe ist und dass ich einfach so viel Ruhe hier habe und gerade für Wimmy jetzt in den ersten Monaten ist es so, so, so wertvoll, hier in Ruhe groß zu werden. Aber ich habe das erste Mal seit Jahren
Berlin vermisst. Ich bin, wie ihr wisst, mit wehenden Fahnen aus Berlin los. Ich bin da wirklich weg und habe gedacht, Gott sei Dank, ich habe es so satt. Ich habe diese Lautstärke so satt und diese Geschwindigkeit und all diese Dinge, die für mich einfach sehr, sehr, sehr anstrengend sind. Aber ich hatte vergessen, dass Berlin nicht nur daraus besteht. Dass Berlin nicht nur daraus besteht, sondern auch aus den Menschen, die ich liebe. Und das war so ein bisschen bittersüß, das gestern zu verstehen, dass eben in Berlin nach wie vor extrem viele Möglichkeiten sind für mich beruflich, dass da meine Freunde sind. Und jeder, der mich kennt, auch privat, weiß, dass meine Freunde mir extrem wichtig sind. Wenn ich jemanden in mein Herz schließe, dann bedeutet das wirklich was. Ich schließe nicht leichtfertig Freundschaften und ich lasse sie auch nicht leichtfertig gehen. Und jemand, der sich wirklich meinen Freund nennt, ist das meistens fürs Leben. Von daher war es einfach so ein bisschen nicht so ganz einfach, das zu realisieren. Und es ist so ein bisschen, es klingt ja sehr dramatisch, aber es zerreißt mich tatsächlich so ein bisschen, diese Erkenntnis, dass mir Berlin schon ein Stück fehlt. Weniger die Stadt als vielmehr die Leute. Und die Erkenntnis, dass ich eben nicht alle einpacken kann und verschleppen kann in meinen Stralsund, sondern dass sie eben dort sind und dass auch viele berufliche Möglichkeiten für mich dort sind. Und das dann gepaart mit dem Gefühl, dass ich aber das Meer brauche in meinem Leben und dass ich meine Familie in meinem Leben möchte, auch so nah möchte. Fritz' Mama ist jetzt gerade relativ frisch hergezogen und sowohl sie als auch meine Eltern genießen natürlich, dass sie den kleinen Wim so aufwachsen sehen und ich möchte ihnen das definitiv nicht nehmen und ich genieße das auch, sie zu sehen, wie sie so Großeltern sind und mit ihm umgehen und so weiter. Und ich liebe, dass ich meine Omi hier habe und dass wir uns einfach sehen können und dass sie einfach vorbeikommt und wir zusammen mit Wim hier rausgehen können und so weiter. Und das macht es nicht einfach, weil ich merke, dass mein Herz einfach absolut zweigeteilt ist. Ich glaube, ich muss für mich die Frage klären, ob es einen Unterschied gibt für mich zwischen Heimat und Zuhause. Es ist schon spannend, dass man manchmal wirklich so ein leichtfüßiges Erlebnis vor sich hat, das dann doch nicht so leichtfüßig ist, wie man dachte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob irgendwer da draußen versteht, was ich sagen will und irgendwer diesen Zwiespalt versteht. Aber es ist einfach was, worüber ich jetzt ein bisschen nachdenken muss, was ich sacken lassen muss, um zu sehen, ob es morgen überhaupt noch relevant ist oder nicht. Ja, Punkt. Ich trinke jetzt meinen Tee. Ich habe im Ofen noch einen Brokkoli und dann gehe ich schlafen. Ich bin fix und alle. Ich habe definitiv zu wenig geschlafen. Macht nichts. Ja, wenn du jetzt noch ein bisschen ranfährst, dann kann ich richtig gut durchdrehen hier, du Nase. Hast du so einen Pieper? Ja, ja. Geht doch. Und er jetzt fährt er zurück, so, oh, die kommen mir zu nah. Nein, er muss doch irgendwie auch mal ein bisschen gucken. Also das ist wirklich so typisch Opa, die sehen nicht durch. Ja. Hä, wieso? Warum fährst du jetzt rückwärts? Ja, Schnucki, weil ich hier weg soll, oder nicht? Willst du fahren, willst du nicht fahren? Reide mit mir. Ich muss dich vorwarnen, ich bin ein sehr motziger Autofahrer. Ach, mach nichts. Ella hat mich vom Bahnhof abgeholt. Ich bin mal wieder nach Stralsund gefahren. Wir haben uns jetzt ewig nicht gesehen und jetzt innerhalb der letzten 2 Wochen ziemlich oft. Aber ist ja schön, so soll es jetzt auch bleiben. Ja, und jetzt müssen wir noch tanken fahren, weil Ella ist hart drauf und wartet, bis die Tanknadel sagt, nee, ich bin gleich alle. Mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt bleibt. Rede ich jetzt weiter? Mache ich jetzt Alleinunterhalter? Sie macht es ganz professionell, das Tanken. Klappt. Sie guckt sehr konzentriert. Für Ella im Schnitt. Tank fast leer steht hier auch. Guck mal, es wird nicht nur da angesagt, sondern da. Überall. Was mache ich eigentlich sonst immer, wenn ich beim Tanken sitze? Fenster putzen. Das sieht aber noch gut aus. Okay, das war's. Jetzt sage ich nichts mehr. Versprochen. Wahrscheinlich ist der Ausschnitt genau so, dass ich mich gar nicht in die Mitte beugen müsste. Bringst du mir noch einen Keks mit? Ja, ja. Was it all in my head? Did we try too hard and lost it all instead?
war jetzt ein total erfolgreicher Vlogging-Tag. Ich habe sie abgeholt, wir haben geredet, ich fange sie zurück. Aber es war ein schöner Tag, meine Ella hat mich besucht und wir haben viele Dinge besprochen und Pläne geschmiedet. Es ist really exciting. Und mit dem Baby gespielt. Mit dem Baby gespielt. Wenn ich denn spielen kann. Du hast es sehr gut gemacht. Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Es wird ein interessantes Jahr. 2020 wird interesting. Und jetzt fährt sie gleich wieder los. Aber ich komme bald wieder. Versprochen. Nicht morgen, aber. Versprochen? Ja, ganz toll. Ja, morgen muss es in CrossFit, ich weiß. Achso, geht das? Fett ist sie wieder. Aber es war schön, dass sie mich besucht hat. Und es war auch einfach ein sehr produktiver Tag. Auch wenn natürlich mit Bohnerich immer nicht so viel möglich ist. Und das Wetter war auch heute dummerweise nicht so gut. Aber ich bin ganz dankbar, dass sich Hella morgens in den Zug setzt, nur um herzukommen und den Tag mit mir zu verbringen und dann abends wieder zurückfährt. Setze Frenz Reize, ja. Das war schön. Ich liebe meine Hella. Hella ist so ein Schatz. Ich habe nicht viel gevloggt, weil wir einfach so wenig Zeit zusammen haben und ich wollte mehr schnattern. Und es war auch wichtig, weil wir heute viele, viele Sachen besprochen haben, die für nächstes Jahr dann relevant sind. Denn noch ist ja bei uns alles auf Sparflamme, aber in Zukunft werden da Dinge kommen. Ich bin gespannt, ob wir das alles umgesetzt kriegen, aber es war auf jeden Fall gut, so ein bisschen zu brainstormen und hat einfach sehr gut getan. Jetzt fahre ich nach Hause und hole meinen kurzen und gehe mit ihm eine Runde spazieren. Das Wetter, es war richtig, richtig scheiße heute, schon den ganzen Tag. Aber ich hoffe, dass es vielleicht nachher ein bisschen aufhört zu regnen und wir einfach so ein bisschen noch Bewegung und frische Luft reinkriegen. Er hat immer noch Zahnschmerzen und immer noch so ein bisschen Sabbater und ist unglücklich. Aber wenn wir ihn ablenken, geht es ganz gut. Und das habe ich jetzt vor. Also, lasst uns das Ganze mal starten. Ja, Onkel neben mir, ich vlogge. Du brauchst gar nicht so doof gucken und ich ignoriere einfach, dass du mich anstarrst und diese Gesichter machst. Morgen kommt eventuell Fritz Mama und pass auf den kurzen auf, weil wir die Kalenderdateien wieder durchgucken müssen. Denn wenn man ein paar Leute hat, die einen Kalender bestellt haben, will man nicht unbedingt, dass man fehlerhafte Kalender hat. Deswegen müssen wir das unbedingt alles nochmal kontrollieren. Und es geht schlecht, wenn man den kurzen auf dem Arm hat und den nebenbei bespaßt. Wir müssen uns da wirklich konzentrieren, deswegen hoffe ich, dass wir morgen Fritz Mama kriegen, die uns ein bisschen hilft. Ansonsten kommt meine Mama bestimmt auch und passt auf den kurzen auf, dass wir das da gebacken kriegen. Weiterhin, auch wenn jetzt erstmal die Kalendervorbestellungen durch sind, stehen wir unter Spannung. Das nächste ist sozusagen dann die Bestellung fertig machen und dann die Logistik organisieren. Denn die Räume haben wir und so weiter, aber ich bin gespannt, ob wir das da alles so hinkriegen, platzmäßig. Wir müssen nochmal gucken, vielleicht müssen wir auch noch zum Gewerberaum und da nochmal gucken, ob wir nicht noch mehr Möbel loswerden und einfach den Platz schaffen, dass dann die Leute, die, ups, ich blinke, das war nicht mein Plan, dass dann die Leute, die packen, auch wirklich den Platz haben zum Packen. Woran man so denken muss, irgendwo muss das Verpackungsmaterial hin, irgendwo müssen die sitzen und packen können. Und ich sollte meinen Pony schneiden. Ich sollte den vielleicht einmal mal ein bisschen kürzer schneiden, dann muss ich ihn nicht jede Woche schneiden oder ständig darüber sprechen. I'm sorry. I don't think that you know, I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Ich habe eine schöne Strumpfhose, ich habe nur diese schönen Leggings, bitte nicht kaputt machen für die Pups. Das ist meine Bauchweg-Leggings. Ach, gelingt. So liegen die Zahn, ja. Ist kleiner geworden. Ja. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Ja. Und natürlich, dann verschiebt sich die. Gehen wir einfach mal durch. Hallo, heute ist Mittwoch. Und wir sitzen hier und kontrollieren unsere Kalenderdateien und checken, ob die Daten alle stimmen, ob alles so ist, wie es sein soll, ob die Größen alle richtig sind, die Farben alle richtig sind, ob wir die Schnittkanten beachtet haben und so weiter, damit wirklich alles stimmt, wenn wir nachher das alles an Druckerei und Binderei und so weiter schicken. Und das ist immer sehr aufregend und sehr anstrengend, weil wir immer ein bisschen nervös sind, dass wir euch ja nichts übersehen und kontrollieren immer doppelt und dreifach. Ist halt irgendwie ein bisschen Tradition. Was wir eigentlich machen, ist einen Vorwand finden, damit wir Finde streicheln ja, können. Ja,
Der kurze ist gerade, falls euch wundert, wo der ist, nebenan. Fritz Mama ist heute da und hilft uns und passt ein bisschen auf ihn auf. Und wir haben dann Zeit und können uns in Ruhe hier drauf konzentrieren. Hm. Und das ist Gold wert. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt den kurzen noch hier hätten, könnte ich mich nicht so gut konzentrieren. Und stattdessen haben wir unser anderes Kind da. Ja. Ach gut. Ich hoffe sehr, man kann deine kleine glückliche Nase sehen. Ich bin zuerst da. Erster Sonntag, 31. Dienstag, erster Mittwoch, 30. Donnerstag, erster Freitag, 31. Sonntag. Ein bisschen zackig fertig. Ich versuche nicht so zu bummeln, weil wir heute noch Besuch kriegen von Fritz Familie. Die sind, habe ich den Hals schon gemacht? Ich weiß es nicht. Und die Wohnung sieht aus wie Sau. Wir hatten eine Menge Kalenderzeit zu organisieren und der kurze zahnt. Ganz viel auf Instagram haben wir geschrieben, nein, das kann nicht sein, der kann nicht zahnen, das ist viel zu früh. Und ich hatte gehofft, dass ihr recht habt, aber wir hatten jetzt jemand Medizinisches da, der nochmal an den Mund geguckt hat und gesagt hat, also der zahnt. Es ist eindeutig. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man so winzig ist und noch nichts selber halten kann und so weiter, dieses Zahnen zu ertragen, glaube ich. Er ist ganz, ganz tapfer, aber er ist natürlich trotzdem sehr weinig. Er braucht ganz viel Nähe und das ist eine scheiß Kombination aktuell mit dem, was wir so zu tun haben. Weil wir auch schon eine Phase hatten, in der wir ihn einfach in seine Wippe setzen konnten und uns daneben setzen konnten, ein bisschen mit ihm Quatsch machen konnten, aber auch so ein kleines bisschen über Sachen sprechen konnten. Und aktuell geht das gerade gar nicht. Er braucht ganz viel Nähe und Zuwendung und das soll er auch kriegen. Was wollte ich sagen? Achso, deswegen sieht die Bude aus wie Sau, weil Priorität war, unseren Job zu machen und sich um unser Kind zu kümmern. Und die Bude ist einfach nicht mehr schön, sagen wir es so. Und irgendwie ist es witzig, wenn meine Familie kommt, ist Fritz meistens total gestresst, dass die Wohnung ordentlich aussieht. Und ich denke, naja, es muss jetzt auch nicht total geleckt sein. Und wenn seine Familie kommt, bin ich total gestresst und denke, nein, aber die Wohnung muss ordentlich sein. Abgesehen davon hatte ich eine sehr gute Woche. Ich kann sie anders sagen. Also es ist wirklich, glaube ich, die erste Woche, oh Gott, das wollte ich gerade sagen, seit ich schwanger war. Ich hoffe, mich versteht jemand da draußen, aber die erste Woche wirklich, seit ich sozusagen diese Schwangerschaftssymptome hatte, in der ich mich richtig, richtig gut gefühlt habe. Ich bin ja einfach jemand, der gerne arbeitet, der gerne vorwärts kommt, der gerne Sachen erledigt und einfach merkt, dass sich was entwickelt. Und ich hatte die ganze Schwangerschaft natürlich auch dann nach der Geburt durch die scheiß Depression das Gefühl, dass ich einfach so stagniere und nicht vorwärts komme. Auch wenn das überhaupt nicht der Fall war, aber es fühlte sich einfach so an. Und durch die Depression hatte ich eben auch immer so das Gefühl, ich habe nie wieder Bock vorwärts zu kommen. Ich habe keinen Bock mehr, überhaupt mir irgendwas Kreatives zu überlegen. Und das ist wirklich die erste Woche, in der das weg ist. Ich bin, glaube ich, noch nicht ganz über den Berg. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Aber zu merken schon mal, dass so dieser Drive wieder da ist, tut extrem gut. Das war natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass Hella mich besucht hat. Die war am Dienstag hier und wir haben Pläne geschmiedet und viele, viele Sachen besprochen. Das hat einfach sehr gut getan. Ich brauche so dringend diesen Austausch, merke ich, mit Leuten, die in eine ähnliche Richtung denken wie ich. Wenn ich das nicht habe, gehe ich echt ein wie eine Primel. Und es hat aber sehr gut getan, dass sie da war. Und als sie los ist, war ich so richtig voller Ideen, bin total gesprudelt und habe irgendwie die halbe Nacht nicht so richtig geschlafen und diesmal nicht wegen Wim, sondern weil mein Kopf sich so ständig um Sachen gedreht hat und das war so ein schönes Gefühl. Und am Donnerstag hatte ich ja auch Besuch von einer Freundin, das habe ich nicht gefilmt, weil die nicht vor die Kamera will und sie hat ihre kleine Tochter mit und so weiter. Und wir hatten wirklich auch einen sehr, sehr schönen Tag und haben auch nochmal so vieles besprochen aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich habe an vielen Stellen das Gefühl, diese Woche hat das erste Mal wieder so ein paar Türen geöffnet, die ich schon für verriegelt gehalten habe. Heute passiert eigentlich nicht so viel. Wir kriegen Besuch, wie gesagt, und ich will vorher versuchen, noch ein paar Mails abzuarbeiten, weil die über die Woche dann doch liegen bleiben. Ich bin einfach nicht schnell genug momentan und ich habe nicht genug Zeit, um mich um den ganzen Quatsch zu kümmern. Deswegen hinke ich immer so ein bisschen hinterher. Und heute Abend
habe ich ein bisschen Ausgang, nicht lange, aber so ein kleines bisschen, weil mein Freund Ben Geburtstag hat. Also wer den letzten Vlog verpasst hat, weiß nicht, von wem ich rede. Wer den letzten Vlog gesehen hat, weiß sofort, von wem ich rede. Ich werde den Kleinen, glaube ich, noch ins Bett bringen und dann an Fritz übergeben. Und dann kann ich so ein paar Stunden abhauen und ein bisschen Geburtstag feiern. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hatte ja im letzten Vlog mehr oder weniger den Witz gemacht, dass Ben und ich einen Podcast machen mit Bildungsauftrag. Und daraufhin, glaube ich, waren einige enttäuscht, weil sie nicht mitgekriegt hatten, weil ich es auch nicht gut kommuniziert habe, glaube ich, dass wir einen Spaß gemacht haben. Die haben gedacht, es gibt tatsächlich einen Podcast mit Ben und mir. Und das tat mir so ein bisschen leid. Dann habe ich Ben geschrieben und gesagt, sag mal, könntest du dir vorstellen, mit mir einen Podcast zu machen? Und er so, bitch, yes. Ich bin ein bisschen nervös, weil das garantiert eine andere Seite von mir ist, die ich so eigentlich nicht im Internet zeige. Was wir so für Humor haben, ist doch schon ein bisschen speziell. Aber wir haben überlegt, ob wir vielleicht so eine kleine Mini-Podcast-Serie starten und einfach mal gucken, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, oh Gott, nee, hör bloß auf mit so einem Scheiß. Und da habe ich auf Instagram erst vor ein paar Tagen mal Ideen gesammelt und werde das ihm heute Abend mal vorschlagen. Das kleine Konzept und die Sachen, die ich mir so überlegt habe und mal gucken, ob er darauf Bock hat. Und wenn er Bock drauf hat, dann mache ich einen kleinen Podcast mit Ben Willi. Und dann fangen wir morgen, spätestens übermorgen, was Neues mit dem Kurzen an. Wir üben ja jetzt immer in Abständen verschiedene Dinge, die wir mit ihm machen, die noch gruselig für ihn sind und in ganz kleinen Schritten, damit es überhaupt nicht mehr schlimm ist. So wie wir jetzt die letzten Wochen geübt haben, mit der Trage rauszugehen, was sehr gut funktioniert hat. Inzwischen hat er überhaupt keine Angst mehr, auch nicht, wenn ein Auto vorbeifährt. Er hat sich neulich nochmal doll erschrocken, als uns ein Hund angebellt hat. Aber ansonsten ist er wirklich schon super stabil in der Trage, schläft er auch ein und ich habe das Gefühl, er hat auch fast eine gute Zeit. Es geht ja eigentlich vorrangig um ihn, wenn ich ihn sozusagen pushe, Sachen zu machen und nicht mehr gruselig zu finden und weniger um mich. Und es ist einfach schön zu sehen, dass ihm die Trage inzwischen Spaß macht und dass es ihm Spaß macht, Bäume anzugucken und das Wasser anzugucken und so weiter. Und nächste Woche wollen wir dann mal anfangen, Autofahren üben. Wir haben das vor ein paar Wochen schon mal gemacht, weil wir zum Kindergarten mussten. Wir mussten uns da anmelden und ich hatte sowieso verstanden, dass wir das Kind mitbringen müssen. War Quatsch, aber Herrgott. Und es ist wirklich nur eine kleine Strecke gewesen mit dem Auto und das war für ihn ganz schlimm. Er hat ganz viel geweint, er fand das ganz, ganz schlimm. Und ja, deswegen haben wir es jetzt auch die letzten Wochen komplett sein lassen. Aber jetzt ist er deutlich größer und deutlich stabiler und ein bisschen mehr am Leben angekommen. Weshalb wir einfach mal gucken wollen, ob wir das jetzt nochmal angehen. So in kleinen Schritten, eine kleine Tour mal ums Haus fahren oder so. Und vielleicht dann mal bis zu meiner Omi, das ist nicht so weit. Und dann eben auch zu meinen Eltern nach Rügen hoch, eine bisschen größere Strecke. Also ein bisschen größer im Sinne von keine 10 Minuten, sondern 15 oder 20 Minuten. Und mal gucken, wie er so damit umgeht. Wie gesagt, alles in kleinen Schritten, wenn wir ihn ins Auto setzen und fahren noch einen Block und er schreit wie am Spieß, lassen wir es noch ein paar Wochen, dass er einfach noch ein bisschen mehr ankommen kann. So viel dazu. Ich mache mich jetzt auch schnell fertig. Lippenstift und Co. Und dann putze ich durch die Wohnung und kümmere mich um mein Baby. Und Besuch war schön. Ich habe nichts gefilmt, weil bei Fritz Familie möchte ich irgendwie ungern die Kamera rausholen. Aber ich habe auch noch geschafft, ein paar Snacks zu kaufen. Und jetzt geht's los zu Ben. Und wir machen uns einen schönen Abend. Yes! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. Can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole thing. Jemand braucht eine Stunde helfen, einen Zahn zulegen. Da bei dem bin ich schon mal laut. Kannst dich nicht raus. Im Altenheim, weißt du? Ja. Ich leg noch einen Zahn zu. Genau, leg mal noch einen Zahn zu. Ah, wir sammeln doch, weißt du, die war ja schon, die braucht ein neues Gefäß. Ja, hör mal. Leg mal einen Zahn zu. Böhmische Dörfer. Das finde ich eigentlich an sich sehr cool. Böhmische Dörfer sind ja immer so Sachen, das sind für mich böhmische Dörfer. Worum geht's?
Aber warum sollte man sich den Podcast hören, wo wir beide. Ich verstehe, warum. Was wollen die? Nein, wir klären auf, ja, in dem Sinne. Komm, lenkt an, so. Ist das ein Kürbis? Nee, das ist Wolle. Das ist Wollehaare. Ich brauche eine Brille. Du kommst in das Gewissen. Mit allen Wassern gewaschen. Wenn mir ein Zahn abgebrochen wäre und bei mir der Verfall starten würde, wäre ich ganz ruhig. Du kommst in das Alter. Komm du mal in mein Alter. Und das war der Moment, wo wir festgestellt haben, wir können keinen Podcast zusammen machen. Das war das Ende unserer Freundschaft. Aber du hast es doch ohne Ton, sagst du. Ja, ja, natürlich ist es ohne Ton. Okay, so? Nee, es läuft schon. Oh, es läuft schon. Wir haben uns einen schönen Abend gemacht. Und zwar, besonderer Anlass heute. Ben hat Geburtstag. Yay. Happy Birthday to you! Mhm. Und zum Feier des Tages haben wir also was gemacht? Wir haben lecker gegessen, wobei und? Man das, glaube ich, nicht Essen nennen kann, sondern Fressen, was wir veranstalten. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich kam wieder wie so ein Wildschwein. Aber also, das versucht, mit mir zu reden. Ich mache nur Aber die Unterhaltung war großartig. Ich liebe lange Monologe. Ja. Und irgendwann sind wir tatsächlich auf den Schuss gekommen, dass wir tatsächlich vielleicht wirklich einen Podcast starten. Ja. Wir haben jetzt gerade eine Stunde lang Brainstorming für den Namen gemacht. Unfassbar. Was aber da alles rauskam. Sehr gut. Ich auch. Ihr wollt nicht wissen, was ich für einen Namen habe. Nein, das werden wir vielleicht irgendwann mal. Wir sollten diese Liste aufbewahren. Ja, wir werden diese Liste aufbewahren und werden das irgendwann mal dazu nehmen und sagen, was da wirklich noch hintersteckt. Und dann deabonnieren alle wieder den Podcast. Aber bis dahin. Bis dahin haben wir den Spaß unseres Lebens. Ja, absolut. Also ich freue mich wie Hulle drauf. Ich freue mich auch, aber jetzt muss ich wieder zu meinem Baby und ins genau. Bett vor allem. Genau. Weil 3 Stunden Schlaf sind wenig, aber 3 Stunden Schlaf sind das Mindeste. Genau. Sonst und das solltest du auch, das brauchst du auch. Wobei du eigentlich großartig aussiehst, das muss ich schon mal sagen. Das ist ne? Concealer, Baby. Echt? Catrice. Oh mein Gott. Hashtag Werbung, bitte. Hashtag Werbung? Brauche ich auch einen Concealer? Nein, du bist fabulous. Wobei, ich habe wirklich mal Lust, dich zu draggen. Möchtest du? Ja. Machen wir. Kein Ding. Cool. Okay, gute Nacht, Leute. Vielen Schlaf Dank. Schlaf gut. Bis dann. Tschüss. Vergessen, worüber wir lachen. Das wird keiner verstehen und keiner witzig finden, aber das macht nichts. Ich finde es großartig. Wenn wir zusammen sind, dann spielen wir halt einfach Szenen einer Gänge. Tatsächlich. Ja. Wir machen uns Komplimente und dann haben wir uns wieder gegenseitig auf den Hinterkopf. Also dann, komm, so schön.